Benjamin Blümchen, Folge 145. Zurück auf dem Bauernhof. Benjamin und Otto besuchen die Familie Humpe auf ihrem Bauernhof in den Bergen. Dort werden sie ganz herzlich empfangen und gerne helfen sie wieder mit bei der Hofarbeit. Alles läuft prima. Doch da gesellt sich zu den vier Ponys der Humpes noch ein fünftes. Wem gehört das bloß? Doch nicht etwa den neuen unliebsamen Nachbarn. Na, das klingt doch spannend. Hört mal rein. Was hast du denn? Warum bleibt das Pony stehen? Ich glaube, es hat Angst. Es will nicht weiter. Ho, ganz ruhig. Ach, es steigt. Oh. Anni fliegt aus dem Wattel. Oh, weia. Hast du dir was getan? Nein, das Gras war zu weich. Das Pony läuft weg. Oh. Geh ganz ruhig, Emma und Max. Wir müssen hinterher. Ja, schnell. Das Pony galoppiert über die Wiese zu einem Weg hinab. So schnell sie können, eilen Anni, Otto und Benjamin hinterher. Der Weg führt um einige große Felsen herum. Als die Freunde sie umrundet haben, ist von dem Pony weit und breit nichts zu sehen. Wo ist das Pony hin? Bestimmt weiter den Weg entlang. Der teilt sich aber da vorne. Rechts geht es zu unserem Hof und links wieder den Berg hinauf. Laufen wir jetzt nach rechts oder nach links? Da, das ist es doch. Das kommt vom Hof. Das klingt ja scheußlich. Ja, ganz kläglich. Hoffentlich ist ihm nichts passiert. Immer wieder hören sie das Pony wiehern. Als sie auf dem Hof eintreffen, sehen sie nicht nur Annis Mutter Rosi, sondern auch das Ehepaar Schackedöns. Herr Schackedöns versucht, das Pony an einem Strick mit sich zu führen. Was macht euer Nachbar mit dem Pony? So grob, das Pony hat Angst. Vielleicht solltest du es nicht so anfahren, Hinrad. Ich weiß, was ich tue, Olivia. Na los, Carlotta, komm mit! Carlotta? Sie kennen das Pony? Natürlich kennen wir es. Carlotta gehört uns schließlich. Ihnen? Was ist das denn? Warum zeigen Sie auf mich? Ein Elefant! Und der kann sprechen! Klar kann ich sprechen. Seit wann haben Sie denn Elefanten auf dem Hof, Frau Humpe? Es ist Herr Blümchen, er ist zu Besuch. Ich verstehe das nicht. Seit wann haben Sie ein Pony? Und wieso haben wir das nie gesehen? Weil es immer im Stall halten, stimmt's? Ach, natürlich. Immer nur im Stall? Ja, aber wo sollen wir es denn sonst halten? Na, draußen im Grünen. Ha, auf unserem schönen englischen Rasen? Ha, so weit kommt's noch. Im Stall kann man es in Ruhe anschauen. Ein Pony ist doch nicht zum Anschauen. Es muss sich bewegen. Mit dem muss man weite Ausritte machen. Ich bin empört. Jawohl. Ich protestiere. Im Namen von Carlotta. Törö! Oh weh. Dieses Protest-Törö hätte Benjamin besser nicht trompetet. Das heizt die angespannte Stimmung noch mehr an. Frau und Herr Schackedöns werden jetzt richtig wütend. Aha! Sie haben also heute Morgen diesen Lärm gemacht. Es ist schon schlimm genug, wenn Frau Humpe die Kühe ruft. Und Sie waren das mit dem Gebrüll an der Echowand. Gebrüll? Das war mein Jodeltörre. Eine Rücksichtslosigkeit sondergleichen ist das. Wer ist hier rücksichtslos? Genau. Ein Pony nur im Stall zu halten. Wo gibt's denn sowas? Das müssen wir uns nicht bieten lassen, Hinnack. Wir gehen. Ja, Olivia. Und du, Carlotta, kommst jetzt mit. Nein, das dürfen Sie nicht. Natürlich dürfen wir das. Ihr könnt froh sein, wenn wir euch nicht wegen Diebstahl anzeigen. Ach, du liebe Güte, so ein Geschimpfe mag ich gar nicht. Und Anni ist auch ganz unglücklich. Dicke Tränen laufen ihr die Wangen hinab. Nein. Nicht weinen. Anni. Ich bin auch traurig. Ich genauso. Emma vermisst ihre Freundin. Immerhin wissen wir jetzt, wohin Emma immer ausgebüxt ist. Ja, zu Carlotta. Und wir wissen, warum sie vorhin nicht weiter wollte. Weil wir sonst beim Ehepaar Schackedöns vorbeigeritten wären. Morgen rede ich nochmal mit denen. Dann hat sie alles wieder beruhigt. Ja, bitte, Mama. Aber jetzt auf, die Arbeit macht sie nicht von allein.
Schweigend gehen alle ihrer Arbeit nach. Benjamin, Otto und Annie versorgen Emma und Max und bringen sie in ihre Boxen. Dann heißt es Stall ausmisten und Hof fegen. Immer wieder hören die Freunde, wie Emma kläglich wiehert. Jedes Mal antwortet Carlotta mit einem genauso kläglichen Wiehern. Da kommt auf einmal Bauer Humpe mit seinem Mähdrescher auf den Hof gefahren. Er scheint es sehr eilig zu haben.